Willkommen auf dem Promi-Kanal. Bitte drücken Sie den Like-Button und abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Informationen zu erhalten. Okay. Wahnsinn, was ist denn das für ein Gefühl, heute in diese Autogrammstunde reinzugehen und die ganzen Leute freuen sich einfach nur, Sie zu sehen. Das war wahnsinnig intensiv. Das geht eigentlich so nahtlos ineinander über. Gestern Abend war ich in Mannheim und habe mit SWR-Hörern das Album in einer ganz intimen Situation angehört. Und heute dann nach Ludwigsburg, alles heimatnah, super. Ich kann gleich wieder nach Hause fahren. Und so ist es wirklich perfekt. Und die Menschen haben da ausgeharrt, 2,5 Stunden. Es war ziemlich kalt. Ich habe jedem ein kleines Mosaiksteinchen geschenkt. Sie haben ihr Album gebracht, signieren lassen. Und das ist irgendwie wirklich eine magische Stunde, weil wir haben 2,5 Jahre an diesem Album gearbeitet und jetzt kommen wir damit raus. Und die Menschen sagen, es ist wahnsinnig schön, es gibt uns was, es tröstet uns, es sind Mutmacherlieder drauf. Und das habe ich alles heute so gesammelt, diese vielen Eindrücke. Und ich bin wirklich beseelt und tief bewegt von dem, was ich heute da erleben durfte. Sie haben jetzt tatsächlich die nächsten Tage, ja, ich glaube, noch 12 solcher Termine stehen jetzt an. Warum machen Sie das überhaupt noch? Mir ist es wirklich wichtig, dass ich, das ist ja im Grunde genommen, es ist ja wie ein Baby, wie ein Teil meines Lebens, der da drin ist, in die Texte einfließt. Und ich bringe den jetzt zu den Menschen hin, wo es hingehört, in die Seelen, in die Herzen. Und es ist so ein tolles Gefühl, wenn jemand auf dich zukommt und du weißt, er steht jetzt schon 2,5 Stunden, er hat sich heute am Freitagmittag Zeit genommen, freigenommen, um sich 2,5 Stunden seines Lebens in eine Schlange zu stellen, nur um einmal zu sagen, danke, um sich ein Autogramm auf diesem Album zu holen und dann dich intensiv, weil wirklich seit 27 Jahren, ich weiß nicht, wie viel tausendmal ich das gesungen habe, hoch auf dem Kilimandscharo liegt im Sommer noch Schnee. Und jetzt habe ich mich davon überzeugt, bin mit meiner Tochter mit einem kleinen Flugzeug, mit so einem Propellerflugzeug, wirklich in 6000 Meter Höhe drumherum geflogen. Wir konnten oben reinschauen in den Krater, wir haben uns davon überzeugt, es liegt noch Schnee. Aber so nach all den Jahren, das zu sehen, vor allen Dingen auch die Begeisterung zu sehen und das mit meiner Tochter zusammen erleben zu dürfen, das war also eines der schönsten Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe, dieser Urlaub. Wie war das so insgesamt für Sie? Mutter-Tochter-Urlaub ist sowieso immer was sehr Besonderes. Es war wirklich spannend, weil wir haben nachts in so Camps übernachtet, in Zelten. Und wir haben wirklich die Löwen brüllen hören und die Hyänen gehört. Und also es war schon ein bisschen unheimlich, aber wir hatten wahnsinnig viel Zeit mit der Natur, miteinander. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit, die Tiere zu beobachten. Und vor allen Dingen, meine Tochter hat alles fotografiert. Die hat Fotos gemacht, tausende von Fotos. Und ich habe wirklich stundenlang da gesessen und gewartet, dass ich ein Leopard, der da oben auf dem Baum liegt, vielleicht doch irgendwann noch mal bewegt. Aber fantastisch, wirklich schön. Sie haben Ihrer Tochter auch ein Lied gewidmet auf Ihrem neuen Album. Geh deinen Weg, heißt das. Was war das für ein Gefühl? Also Sie schreiben auch in Ihrer Platte, haben Sie jetzt auch geschrieben, endlich habe ich ein Lied für meine Tochter. Es ist, glaube ich, so ein Lied für alle Papas und Mamas, weil es man nimmt sich das immer vor und sagt, ja, was man liebt, muss man loslassen. Aber wenn es dann mal, man kann sich das nicht vorstellen. Also du hast ja als Mutter immer das Gefühl, das Kind ist immer noch in diesem rosa Schlafanzug und du kannst es beschützen und behüten. Und es stimmt wirklich, das, was meine Mama damals immer gesagt hat, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. In diesem wunderbaren Kosmos von daheim, wenn man klein ist, da ist man auf der sicheren Seite. Aber irgendwann will dein Kind auch mal raus. Dann haben die den ersten Freund und du liegst zu Hause im Bett und malst dir wirklich bis ins kleinste Detail aus, was jetzt alles passieren kann. Dann haben die plötzlich